Hallo und herzlich willkommen an alle, die den Zwilling im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendenten oder in der Venus in sich tragen. Wir schauen jetzt gleich auf Liebe und Beruf. Wie immer gilt, es ist eine öffentliche Legung. Sie kann mit dir resonieren, sie muss aber nicht mit dir resonieren. Die Kartendecks sind von mir, alle weiteren Infos in der Infobox. Ja, dann würde ich sagen, wir starten erstmal wie gewohnt mit Liebe und Beziehung, bevor wir uns auf Beruf und Finanzen konzentrieren. Und gucken dort mal in die Grundenergie für die Zwillinge. Was kriegen wir denn da? Aufregung, Aufregung auf jeden Fall. Hier ist jemand in freudiger Erwartung, weil sich ja möglicherweise etwas verändert. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für Leichtigkeit. Dann haben wir hier die Sense. Vielleicht ist jetzt Erntezeit im August. Auf jeden Fall haben wir da schon mal Harmonie. Es prickelt ein bisschen. Und was kriegen wir hier noch? Eine Reise. Das kann natürlich im klassischen Sinn ein Urlaub sein, ein spontaner Ausflug. Es kann aber auch tatsächlich deine Seelenreise betreffen, dass du persönlich eine Erweiterung erfährst. Ja, das klären wir mal mit dem Tarot. Was kriegen wir denn hier zum Kleeblatt und zur Zeit, liebes Universum? Was kriegen wir hier? Die Herrscherin. Das ist deine Karte. Ja, die Herrscherin ist ja das weibliche Pendant zum Herrscher. Unabhängig davon, ob du jetzt ein Mann bist, der hier zuschaust, auch du bist die Herrscherin in dem Fall. Das heißt, du bist dabei, dich in deiner eigenen Sicherheit zu wiegen. Du bist geduldig, hingebungsvoll. Du bist aber auch in Aktion. Das heißt, alles läuft genauso, wie es laufen soll. Schauen wir mal, was wir hier noch bekommen. Die Acht der Stäbe. Ja, hier gibt es eine Beschleunigung. Hier gibt es Neuigkeiten, die dich voranbringen. Hier wird allerdings auch eine schnelle Reaktion von dir gefordert, denn hier geht es flotti-carotti in eine Angelegenheit. Und aber auch eben die Aktion, in der du dich gerade befindest, wird hier angezeigt. Wir haben den Ritter der Münzen. Das ist eine sehr verlässliche, langwierige Energie, langsam und beständig, sagt man beim Ritter der Münzen. Das kann jetzt deine Energie sein, dass du langsam und beständig dich jetzt weiterentwickelst. Es kann aber auch für eine Person stehen, mit der du es zu tun hast, die sehr verlässlich ist, die sehr konsequent ist, sehr verantwortungsvoll ist und dir definitiv auch die guten Nachrichten hier überbringen könnte, die sagen, okay, ich lege mich jetzt los, ich schmeiß meinen Wagen an und sehe zu, dass ich vorwärts komme, und ich habe den Wagen auch gerade auf der Unterseite. Also, unerwartete Neuigkeiten im Freundeskreis, im Familienkreis, in der Liebe vielleicht auch. Hat sich hier noch eine umgedreht? Sah gerade so aus? Nein. Ja, Gedanken ordnen. Vier der Schwerter ist hier so ein bisschen zurücklehnen, entspannen, sich eine Auszeit gönnen. Auch das liegt hier. Ja, eine Erneuerung ist notwendig. Grundsätzlich, die Sense kann ja auch etwas Einschneidendes sein, etwas, was wegschneidet. Von daher kann es hier auch mit dem heilenden Aspekt sein, dass sich hier noch ein Anteil löst. Vielleicht mentale Blockaden. Zwillinge haben ja auch gerne mal den Ruf, und ich rede jetzt wirklich nur von dem puren Zwilling. Ja, also bitte nicht gleich hier verteufeln. Jeder Mensch hat ja noch weitere Aspekte, die einen prägen. Ne? Venuszeichen, Mond und so weiter. Neben dem Sonnenzeichen. Aber der Zwilling per se hat natürlich ganz oft das Problem, dass er zu sehr auch im Emotionalen in den Verstand hineinrutscht und versucht, sich Dinge logisch zu erklären. Jetzt haben wir hier mit dem Gericht allerdings auch das Ablösen von der Vergangenheit angezeigt und eben in gewisser Weise auch Selbstverwirklichung. Der Mensch hier, also du in dem Fall, wenn du damit resonierst, bist auf jeden Fall in einer Energie von dem Ruf deiner Seele folgen, aufgrund auch einer veränderten Sichtweise. Also das ist schon so ein bisschen, ja, du willst Ernte, aber nicht mehr um jeden Preis, sagen wir es mal so. Was fällt dann oben drauf? Was fällt hier oben drauf? Der Turm, ja.
Ein wichtiges Ereignis sorgt hier fürs Aufbrechen. Ich sage ja, irgendwas passiert hier, etwas Einschneidendes, etwas löst sich ab. Das muss jetzt, der Turm ist jetzt nicht nur schlecht, um Gottes Willen. Grundsätzlich beide Energien hier, der Turm sowie das Gericht, stehen halt wirklich für Veränderungen, die da sind, die passieren. Der Turm an sich ist ja auch wirklich eine Durchbruchssituation. Hier ist ein wichtiges Ereignis, was manchmal auch tatsächlich eine Illusion stört, wie ich oder Illusion zerstört, wie ich zum Beispiel auch gesagt hatte, ja, du willst Ernte, aber nicht mehr um jeden Preis. Ja, sodass eben wirklich letztendlich geerntet werden kann, aber eben mit Ruhe und Gelassenheit. Und dementsprechend sich auch seelisch Dinge verändern, die langfristig eben dienlich sind. Ja, Ritter der Schwerter fällt hier raus. Auch hier ist eine schnelle Energie angezeigt. Ritter der Schwerter erfordert mutige Lösungen deinerseits. Hier ist eine optimierte Entscheidungsfindung angezeigt. Hier geht es mit Logik und Argumenten vorwärts. Und hier findet auch ein Umdenken statt. Das ist Mr. Finsterflausch, der hier gerade durchdreht. Junge, die negativen Energien drehen durch. Du fällst hier als Stabkönigin zusätzlich raus. Das heißt, du bist in der Souveränität, du bist im Vertrauen und im Umdenken. Ja, ich habe es mir fast gedacht, dass die Zwillinge hier sehr verstandesmäßig rausfallen. Grundsätzlich, wie gesagt, ihr seid gerne im Verstand. Ihr lebt und liebt auch mit dem Verstand tatsächlich. Dennoch darf hier eine Wende eingeleitet werden. Wie gesagt, Umdenken, optimierte Entscheidungsfindung, auch was das Thema Harmonie angeht, was das Thema Sexualität vielleicht angeht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ne, dem Ruf der Seele tatsächlich folgen, weil das Gericht ruft ja schon dazu auf. Stabkönige mit der Feuerenergie, mit dem Stäben steht ja auch für die Seele, für das innere Feuer. Und dementsprechend kannst du dir natürlich auch etwas holen. Ja, mein Ruf wurde erhört. Ass der Stäbe. Du nutzt hier deine seelischen Impulse, um in einen Neuanfang hineinzugehen. Hier ist Inspiration. Hier sind die mutigen Schritte nach vorne angezeigt. Hier ist auch in gewisser Weise Erleuchtung angezeigt. Und das Schiff per se, fällt mir gerade ein, steht ja auch für Sehnsüchte. Ja, ach, der Schwerter, hier sind Hemmungen und Begrenzungen angezeigt, vielleicht auch noch ein bisschen Befangenheit, ausgelöst durch andere Menschen. Da hätte ich gerne einmal eine Klärungskarte zu, liebes Universum. Warum die Acht der Schwerter? Ja, aufgrund von Konflikten. Fünf der Stäbe sind ja so Grenzüberschreitungen, die stattgefunden haben. Das heißt, jemand hat Grenzen von dir überschritten. Hier ist aber auch dieses Wetteifern um Aufmerksamkeit in dieser Karte zu betrachten. Und auch da heißt es, gehe in eine neue Richtung. Ne? Also wir haben jetzt hier viele Kehrtwenden angezeigt im August bei dir. Wie gesagt, aufgrund von Konflikten, aufgrund von Aufmerksamkeitsbedürftigkeit, aber eher im Außen, nicht unbedingt in dir, hast du dir hier Begrenzungen aufgesetzt und die möchten natürlich auch irgendwo ein bisschen aufgebrochen werden, wenn du hier vorwärts gehst, vor allen Dingen, wenn du eine Sehnsucht hast. Wir sind jetzt hier auf der Gefühlsseite der Legung und außer der Tatsache, dass du hier als Herrscherin rausfällst, die ja für die Venus-Energie steht, also für Sinnlichkeit, für Liebe, Gefühle, für das Softe, fällt jetzt hier emotional betrachtet noch nicht so viel raus. Was fällt denn hier oben drauf? Das Ass der Münzen, das Warten auf Ergebnisse. Grundsätzlich, die Karte steht ja auch für verpasste Chancen. Ja, sicherlich, man verpasst im Leben mal die eine oder andere Chance, auch auf emotionale Erfüllung, gar keine Frage. Dennoch kommen diese Chancen ja auch immer wieder. Aufgrund der Konflikte und der Befangenheit, der negativen Glaubenssätze, die hier auch noch ein bisschen präsent sind, und eben diesem noch zu sehr im Verstand sein, anstatt im Herzen,
Es ist natürlich auch so, dass hier noch eine instabile Basis angezeigt ist, ne? Es gibt halt einfach noch keine Ergebnisse. Hier sind Verluste angezeigt und halt auch Angst. Und da ist natürlich die persönliche Weiterentwicklung hier mit der Seelenreise ein guter Indiz dafür, dass es auf jeden Fall weitergeht. Fakt ist aber, wenn du emotional in dir unglücklich bist, dann findet hier auf jeden Fall in gewisser Weise eine Erweiterung statt, dass du in der Lage bist, auch zu reflektieren. Ne? Wie gesagt, Vier der Schwerter ist ja ein guter Hinweis darauf, dich mental zu reflektieren, zu gucken, hey, ja, wo ist da Ernüchterung, wo ist da vielleicht auch die Lustlosigkeit, oder wo kommt es her und welche Maßnahmen kannst du ergreifen, um wieder in die emotionale Fülle hineinzukommen, weil emotional erfüllt ist ja jeder in sich selbst. Und hier bist du ja auf dem Jack. Entspann dich. Hier bist du ja auf dem Wasser unterwegs. Das heißt, du schwimmst zumindest schon mal auf deinen Gefühlen. Dann musst du halt noch lernen, in deine Gefühle einzutauchen. Das wäre dann so der nächste Schritt in der Angelegenheit. Also in gewisser Weise emotionale Reise. Allerdings, wie gesagt, mit der Herrscherin in einer guten Energie unterwegs. Also schon zurück in die Leichtigkeit. Die Zeit ist reif für neue Harmonie, allerdings eben auch für die persönliche emotionale Weiterentwicklung. Gut. Dann schauen wir mal auf den beruflichen finanziellen Aspekt. Was kriegen wir denn da? Erstmal in der Grundenergie. Da gibt es einen neuen Zyklus. Da geht es auch um Schein und Sein. Dann wird sich hier etwas genauer angeschaut. Und da wird etwas zurückgelassen, losgelassen, aufgelöst. Auch wieder Neuanfang, Anfangsenergie. Und dann haben wir hier noch die gute Hexe. Es kann jetzt deine Energie sein, dass du jemanden unterstützt oder jemand unterstützt dich mit Rat und Tat. Wir gucken mal, was kriegen wir denn hier zum Mond? Der Gehängte auf Herz und Bestimmung ausrichten. Hier wird ein Opfer von dir gefordert. Der Gehängte ist ja auch altes Loslassen, damit Neues angenommen werden kann. Und hier fällt nämlich ja das ungenutzte Potenzial auf dem Tisch. Du hast hier viel der Münzen, du hast eine gewisse Stabilität, sowohl in den Finanzen als auch in deinen Fähigkeiten, deinen Fertigungskünsten und nutzt es nicht komplett aus. So, das ist jetzt schon mal die erste Aussage dieser Karten. Was fällt hier on top? Die zwei der Münzen ebenfalls auf dem Kopf. Ja, hier zeigt sich Überforderung, hier zeigt sich Schwankungen aufgrund der Tatsache, dass du keinen Standpunkt hast. Sollst du jetzt in eine Erweiterung reingehen oder ist doch alles in Ordnung, genauso wie es ist? Vielleicht auch zu viele Wahlmöglichkeiten. Wo soll es jetzt wirklich hingehen? Grundsätzlich steht es aber hier auch erstmal für Orientierungslosigkeit und ein wackeliges Fundament. Also hier gibt es in irgendeiner beruflichen oder finanziellen Angelegenheit tatsächlich auch eine Entscheidung zu treffen. Letztendlich sagt der Gehängte, lass los, was dir Unsicherheiten bringt und fokussiere dich auf das, worauf du dich oder fokussiere dich darauf, was dir Sicherheit bietet, beziehungsweise wo du dich sicher drin fühlst. Es läuft nichts weg. Der Mond per se steht ja auch für die Ängste, steht aber auch für deine Gefühle, für deine Intuition. Und ne, weil du ja generell hier gerade energetisch wenig im Gefühl bist, bist du natürlich auch nicht in der Lage, jetzt so auf deine Intuition so stark zu hören. Deswegen nimm hier wirklich alles raus, was dich gerade im Außen zu sehr beschäftigt und sorg dafür, dass erstmal deine Basis stimmt. Investieren kannst du immer noch. Ja, also mach dir nicht mehr Stress als notwendig im August. Wir schauen mal auf die Lupe. Was kriegen wir denn da? Was wird hier genauer betrachtet oder was wird hier gesucht? Da haben wir die vier der Kelche auf dem Kopf. Hier ist zum einen ein bisschen Verdruss und Frustration und Unmut angezeigt, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Ende von Stagnation. Ja, vielleicht hat es hier mit den Finanzen auch zu tun. Wir haben hier eine Ausgabe angezeigt, tendenziell.
Kann aber auch generell ein finanzieller Mangel sein. Es geht nicht schnell genug vorwärts. Auch das könnte eine Rolle spielen. Ne? Wie gesagt, 4 der Münzen. Dann haben wir hier in gewisser Weise eine Erweiterung auf die 5 der Münzen. Reduziere dich nicht, mach dich nicht kleiner als du bist. Hier ist ein Konflikt angezeigt, aber selbst mit Leid und übermäßiger Stolz hilft dir da auch nicht weiter. Des Weiteren kann es natürlich auch sein, dass eben aufgrund des Stresses und des Drucks, den du dir gemacht hast, hier vielleicht auch ja, gesundheitliche Probleme eine Rolle spielen könnten. Dass du deswegen aufgerufen wirst, hier ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, hey, was darf hier gelöst werden? Ja, also eine Ausgabe steht an, beziehungsweise könnte es auch sein, dass hier finanzielle Schwierigkeiten eine Rolle spielen könnten. Aber wir haben hier den Herrscher angezeigt. Jetzt frage ich mal rein, ist der Herrscher eine andere Person? Ein Chef, eine Chefin, ein Kollege, ein Freund, jemand, der hilft. Ja, eine andere Person unterstützt dich hier. Der Herrscher ist ja ein Mensch, der eine Autorität ist, jemand, der sehr rational und strategisch vorausgeht, jemand, der sehr zuversichtlich ist, man sagt auch ein analytischer Denker. Grundsätzlich passt diese Energie auch gut mit den Luftzeichen zusammen, auch wenn wir hier Feuer liegen haben. Und mit dem Buben der Münzen ist hier auch eine gute Nachricht angezeigt. In dem Fall haben wir hier wirklich so eine Situation, wenn es um einen finanziellen Mangel geht, dann gibt es hier quasi ein Angebot. Das kann mehr Arbeit sein, es kann tatsächlich ein neuer Posten sein, der eine Rolle spielt. Vielleicht steht das hier auch so ein bisschen in Korrelation. Ja? Du kannst dich hier in einer Angelegenheit nicht entscheiden, verwirfst es erstmal und dann kommt hier aber doch irgendwie ein Angebot rein, was du dir mal genauer anschaust und wo du definitiv auch gut vorbereitet drauf bist. Ja, also das ist etwas, was du kannst. Ist jetzt nichts, was, keine Ahnung, du bist Bauarbeiter und sollst auf einmal stricken. Also das ist es nicht, sondern das wird dann eher die Bauarbeitersituation sein. Oder wenn du, keine Ahnung, im Büro arbeitest und mit Zahlen jonglierst, dann wird dir dein Chef, deine Chefin jetzt nichts im Druck anbieten. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das ist auf jeden Fall ein Angebot, gute Nachrichten, die jetzt nichts damit zu tun haben, dass sie dich irgendwie aus dem gewohnten Trott rausholen, sondern halt für eine Erweiterung sorgen, ne? Dass du irgendwie etwas mehr machst und dafür auch mehr bekommen kannst. Das schaust du dir hier auf jeden Fall genau an. Und die Federkelche auf dem Kopf, die stehen ja auch eben für bevorstehende neue Erfahrungen und einen gewissen Durchbruch auch bei Selbsterkenntnis, ne? Gerade wenn du dich selber kleiner machst, als du tatsächlich bist, und dich deswegen halt auch nicht entscheiden kannst für eine Option, dann ist ja das hier der richtige Schubser oder der notwendige Schubser, um dich endlich aus deinem Schneckenhaus herauszubringen. Dann gucken wir mal, was wir hier zum Sarg bekommen. 6 der Schwerter. Die persönliche Weiterentwicklung zeigt sich hier, die Neuausrichtung. Mit dem Stern bist du auf jeden Fall auch auf dem richtigen Weg. Hier geht es mit neuer Ehrlichkeit, Transparenz und Weisheit vorwärts. Oh, in Richtung Fülle, Unabhängigkeit. Die 9 der Schwerter stehen auch für Anerkennung. Ja, sie stehen dafür, dass du die Früchte deiner harten Arbeit ernten wirst und dementsprechend auch zurückfindest in den inneren Frieden. Also hier ist sowohl die persönliche als auch die materielle Zufriedenheit angezeigt und eben auch der Meilenstein in gewisser Weise. Daher kannst du hier auch ja gerade negative Gedanken abschütteln, loslassen, begraben. Und schauen wir hier mal, was die gute Hexe hier noch für Energien mit sich bringt. Schwertkönig, eine Gegenüberenergie. Jemand, der dir von deiner Energie her nicht unähnlich ist. Gute Ratschlaggeber ist. Schwertkönig ist energetisch auch eine Führungsperson, eine Autorität. Das kann durchaus sein, dass es eben der Herrscher hier repräsentiert, so rum ist es richtig, weil wie gesagt, das hier schon die analytische Energie ist und
Schwertkönig kann harte, fundierte Ratschläge geben, schaut eben auch auf Ursache und Wirkung, kann einen Menschen unglaublich gut analysieren. Und wir haben hier mit dem Buben der Kelche auch so neue Gefühle, die irgendwie hochkommen. Neue unerwartete Wege, die sich eröffnen und auch in gewisser Weise so dieses offene, fröhliche Herz. Jetzt nicht unbedingt vom Schwertkönig in deine Richtung, sondern eher, dass es bei dir dafür sorgt, dass du wieder optimistischer wirst. Das heißt, der Schwertkönig ist nicht nur ein Mensch, der draufhaut und wirklich harte Ratschläge gibt, sondern ist auch einfühlsam und sagt, ja, hey, wenn du dich endlich traust, vielleicht mehr Verantwortung in deinem Job zu übernehmen und damit auch mehr Aufgaben zu übernehmen, kannst du natürlich auch mehr verdienen. Du kannst aber auch alles so lassen, wie es ist. Dann musst du aber mit dem klarkommen, was vorhanden ist. Ja, das sind eben so Ratschläge, die der Schwertkönig gibt. Wie gesagt, hier steht dir jemand mit Rat und Tat zur Seite und ist dir energetisch nicht unähnlich, wenn es darum geht, sich zu verwirklichen. Das heißt aber auch, dass man sich integriert, dass man etwas dafür tut, dass man auch wirklich sich hingibt. Das ist halt der Faktor, der noch fehlt. Die Hingabe, auch wirklich etwas zu tun. Aber wir sehen hier, aus der Unentschlossenheit wird Entschlossenheit. Das heißt, hier ist auch im beruflichen, finanziellen Bereich eine Veränderung zu sehen bei dem ein oder anderen Zwilling hier im August. Also definitiv Erweiterung hier auf beiden Aspekten zu erkennen. Ja, und damit schmeiße ich euch jetzt auch raus, verabschiede euch in den August, sage Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, auch wenn ihr euch hier vielleicht nicht wiedergefunden habt und das ist völlig in Ordnung, dafür sind wir in einer öffentlichen, in einer kollektiven Legung, da kann man halt nicht alle Menschen drin widerspiegeln, ansonsten wäre so eine Legung, ich weiß nicht, einen Monat lang, das wollen wir nicht. Deswegen danke, dass ihr da wart. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und vielleicht auch fürs Abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis ganz bald.